Das Korbots bei den Ein fescher Kerl, der zudem wahnsinnig gut Fußball spielt. Jetzt liegen sie rum. Nein, er macht sie alle fertig. Hoeneß, ein schneller Außenstürmer, schießt zusammen mit Gerd Müller in einer Saison 53 Tore. Mit den Bayern und der Nationalmannschaft gewinnt er inklusive WM 1974 jeden nur erdenklichen Titel. Hoeneß, Abiturient und Lehramtsstudent, ist an mehr interessiert. Und sportlich ist auch schon mit 27 Schluss. Das Knie. Es folgt die Nachfolge von Robert Schwan. Uli Hoeneß wird jüngster Bundesliga-Manager. Danach lenkt er über 30 Jahre die Geschicke des FC Bayern. An der Säbener Straße wächst ein Imperium heran. Unter seiner Regie wird der FC Bayern zur globalen Marke. Uli Hoeneß schiebt an und teilt aus. Du hast gesagt, der Heinkes hat noch keinen Titel gewonnen. Darf ich mir mal die Frage stellen, wie viele Titel du gewonnen hast? In der Bundesliga habe ich noch keinen Titel gewonnen. Was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Für ihn zählt meist nur der Erfolg. Bleibt er aus, ist man ganz schnell raus. Hoeneß wird Unternehmer des Jahres, bestellt seinen Nachfolger und lässt jetzt die Zügel schleifen. Wer es glaubt, nur zuschauen war nie seins. Gefühlt bleibt er doch der FC Bayern. 30 Jahre Uli Hoeneß als Manager beim FC Bayern München bzw. als Spieler beim FC Bayern München. In 4 Tagen, Uli, soll alles vorbei sein. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Für den Normalsterblichen, gehen Sie in den Unruhestand, gehen Sie in den Vorruhestand oder wie bereiten Sie sich selbst darauf vor? Wie würden Sie es bezeichnen? Nein, um ehrlich zu sein, die Frage kriege ich ja natürlich viel gestellt oder häufig gestellt in den letzten Wochen. Ich habe mich damit im Moment noch gar nicht beschäftigen können, weil ich natürlich geglaubt habe, dass ich das letzte halbe Jahr ab Juli so ein bisschen auslaufen lasse, um mich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Aber um ehrlich zu sein, bis jetzt habe ich wenig Zeit gehabt zum Nachdenken und das wird wohl erst im Januar kommen, wenn dann Fakten geschaffen sind. 2009 hätten Sie sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Dieses letzte Jahr der Übergabe, vielleicht als amtierender deutscher Meister und als Tabellenführer, hätte man ein bisschen leichter übergeben, kann ich mir vorstellen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht im Sommer Meister geworden wären oder auch jetzt als Tabellenführer den Stab übergeben können oder ich den Stab übergeben kann. Aber auf der anderen Seite war es mir natürlich auch sehr wichtig, den Verein wirtschaftlich in einem guten Zustand zu überlassen. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist à la longue. Kurzfristig hat der Fan natürlich Verständnis, wenn er nicht zufrieden ist, keine Frage. Aber die Basis für die Zukunft ist geschaffen und damit bin ich sehr zufrieden. Also Sie stellen die wirtschaftlich gesunden Füße auf der einen Seite, die stellen Sie vor, diese sportliche Situation, die wir momentan haben beim FC Bayern München, das ist Ihnen wichtiger? Die wirtschaftliche Basis wird den Verein die nächsten 10 oder 20 Jahre begleiten. Die sportliche Situation, die ist eine Wochen-, Monatsbeobachtung, möglicherweise auch eine Jahresbeobachtung, die kann man aber auch wieder verbessern. Während eine grundsätzliche wirtschaftliche Verbesserung, die ist nicht in 1-2 Jahren möglich, sondern die ist über 30 Jahre geschaffen worden. Und auf die bin ich besonders stolz. Da wird sich einiges regulieren jetzt auch in den kommenden Monaten und Jahren mit diesen Steuersätzen in den anderen Ländern. Da wollen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Würden Sie trotzdem sagen, Sie haben Fehler gemacht, auch auf Seiten des Managements in diesem Jahr 2009, im letzten Jahr? In jedem Beruf, in dem man fleißig ist und viel tut, viel bewegt, werden Fehler gemacht, keine Frage. Sicherlich hat der eine oder andere Transfer, den wir gemacht haben, nicht so gleich funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich mich auch manchmal gewundert, wie schnelllebig die Zeit ist bei der Beurteilung von Leuten. Wenn ich dran denke, Mario Gomez wurde ja schon als Fehleinkauf tituliert, weil Luca Toni eine Zeit lang gespielt hat. Wir haben den Mario geholt, weil wir der Meinung sind, er ist 23, er ist eine Investition für die Zukunft. Luca Toni ist 32. Das kann man nicht immer so wie beim Managerspiel im Internet einfach ein rein, ein raus. Man kann nicht sagen, so lieber Luca, jetzt haben wir den Mario Gomez, jetzt schleich dich gefälligst nach Italien. So ist es halt. Und dasselbe, Team Ostschuk, der braucht halt seine Zeit. Dass der kicken kann, das wissen wir alle. Aber dass er besser kicken kann, als er es im Moment macht, wissen wir auch. Aber
Heinz-Hörn Leiby hat auch ein Jahr lang gebraucht, bis er Weltklasse hier gespielt hat. Und wir alle in München, speziell die Medien, aber auch wir im Verein, wir sind meiner Meinung nach, was die Mannschaft anbelangt, viel zu ungeduldig. Denn natürlich war man letztes Jahr nicht deutscher Meister, aber wir waren Zweiter. Und da hat man auch das Gefühl gehabt, die Welt bricht zusammen. Klingt alles sehr ruhig und besonnen, wie Sie das so darstellen. Heißt das auch, dass es die Trainerdiskussion Van Gaal und Schicksalsspiele gegen Haifa, in Hannover, gegen Gladbach, gegen Juve nicht geben wird in den nächsten Wochen? Also wir haben ja immer gesagt, dass wir die Politik der ruhigen Hand machen wollen. Das haben wir, glaube ich, in den ersten Wochen, drei, vier Monaten dieser Saison auch gezeigt. Heute habe ich gehört, waren einige Ü-Wegen hier vorgefahren, weil es ein Gerücht gab, dass Louis van Gaal heute entlassen würde. Da treiben ja die Spekulationen Blüten. Das ist furchtbar. Und ich meine, wenn ich mir so das alles überlege, was heute Morgen wieder hier passiert ist, ja, dann werde ich am Wochenende von einem Journalisten scheinheilig gefragt, meinen Sie nicht, dieser Fall Enke müsste Sie alle mal darüber nachdenken lassen, ob man mit dem Fußball etwas anders umgehen sollte oder mit den Spielern, da würde ich mal gerne den Ball zurückspielen, ob der eine oder andere Reporter oder der Regisseur oder der Produktionschef in den Sendern, ob die nicht mal alle das Rad etwas zurückdrehen müssten oder sollten. Der Druck, der auf uns, auf einen Fußballverein, aber auch auf Trainer, auf Spieler aufgebaut wird von den Medien, der ist teilweise nicht zu ertragen. Und heute war wieder so ein Tag. Ganz nebenbei, unser Ü-Wagen war nicht dabei. Ist es trotzdem so, dass... Weil Sie gewusst haben, dass Sie mich heute Mittag zum Interview treffen. Sie schmeißen ja nicht vorher einen Trainer raus. ist es so, dass er eine Jobgarantie hat, egal wie die nächsten Spiele ausgehen werden? Schauen Sie mal. Wir haben über dieses Thema überhaupt nicht intern diskutiert. Wir haben heute zum Beispiel, wie fast immer montags, zwischen 3 und 4 Uhr, mit dem Trainer in aller Ruhe die Situation analysiert. Da ging es nicht um Trainerauswurf, sondern ging es darum, was können wir gemeinsam tun, dass diese Verunsicherung der Mannschaft, diese teilweise Angst auf dem Platz, dieses mangelnde Selbstvertrauen, dass das verbessert wird. Wo können wir helfen? Wo muss das der Trainer alleine machen? Wir haben ihm unsere volle Unterstützung zugesagt für die nächsten Wochen. Und wir haben ganz klar gesagt, dass wir in aller Ruhe gemeinsam versuchen werden, diese Probleme zu lösen. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Hand in den letzten 4 Tagen und dann auch als Präsident. Wir werden uns bestimmt danach nochmal sehen als Präsident des FC Bayern München. Wir haben aber trotzdem so ein bisschen spekuliert, was ist denn der Supertrainer des FC Bayern München? Wie wird er denn aussehen, der optimale Trainer? Ben Schmelzer hat das getan.